Hallöchen, liebe Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Lucha Kicks mit dem Sergeant Rumpel und dem Gregor Onk und... Oh mein Gott. Ja, wir sind jetzt wieder Freunde. Nee. Was? Wünscht der sich. Was? Weißt du, wir haben da gar nicht drüber geredet. Doch, wir sind wieder Freunde, habe ich jetzt beschlossen. Wir haben es vielleicht vergessen. Was ist denn mit dem Kabel los? Weißt du, Rumpel, weißt du, was da ganz gut stehen würde, Rumpel? Was denn? Der Tod. Ey, schön, Mann. Wir haben gerade einen Bug entdeckt. Voll geil. Den Bug ist das eigentlich nicht. Es ist sogar eigentlich nur eine Sicherheit, dass unsere Beta-Tester, die sehr fleißig gewesen sind, ja, die sind dann echt überall rausgesprungen und sind dann irgendwie immer hinterm Level gewesen und so weiter. Und dann haben wir irgendwann mal eingeführt, dass man, wenn man da irgendwie zu weit rauskommt, dann getötet wird. Ja, cool. Das war lustig. Ja. Vor allem kann man hier sehr gut dein, also das ist gerade Rumpels Schniepo, den man hier gerade sieht. Guck mal, das ist Originalgröße. Er hat sich da auch mit dem 3D-Scanner extra reinstellen lassen. Ich seh nix. Ja, das ist es ja. Hör mal. So. Das ist Wissenschaftler weltweit forschen gerade an Rumpels Schniepo, weil es die kleinste Lebensform der Welt ist. Oh, du Alter, Arschkorb. Guck's dir einfach an. Boah, ey. Das ist der Rumpel. Das ist einfach der Rumpel. Weißt, man jumpt auf seinen Kumpels Schultern. Man denkt, das ist böse, ein. Das ist ein Kollege. Das Wetter heute. Und dann kommt der Rumpel und wirft einen. Oh, hier nochmal Jump'n'Run. Das ist ja schön. Oh, cool, das ist das. Ich will auch wieder ein bisschen Loot haben. Ich hab keins mehr. Der Rumpel hat mich ausgenommen. Aber klar, dass der Gronkh genauso scheiße springt. So, nee, der Rumpel ist nur schnell rübergesprungen, weil er wusste, wo die fette Kiste ist. Oh nein, der kleine. Der kleine Dreckige schon wieder, Alter. Der kleine Penen. Weißt du, andere Entwickler immer voll selbstlos so, ja, und du kannst das Spiel auch selber erforschen, wenn du willst. Und der Rumpel so, gib mir alles, nein! Mir. Scheiße, oh nein. Scheiß YouTuber, ey, was wollt ihr eigentlich? So, bin die Lava gebürstet worden. Oh, ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Oh. Ich geh hier rum. Und nun? Ja, das ist eine gute Idee. Kannst du den Pilz noch einsammeln? Nein, er sammelt ihn nicht ein. Du musst doch Pilze einsammeln, damit ihr versteht. Nein, die Wissenkarte ist mir scheißegal. Ich will nur noch dich umbringen. Rumpel, wir wollen Freunde sein. Ich verstehe das nicht. Okay. Du verstehst das Konzept von Freundschaft, hast du nie verstanden. Ja, du nimmst mich ja aus. Wir sagen ja, wir machen nur Kollabo und so und du nimmst mich trotzdem aus. Wo sehe ich denn da noch Vertrauensmöglichkeiten? Ja, ihr müsst mal kämpfen. Wie sieht's damit eigentlich aus bei euch? Für wen denn? Für die Umwelt. Achso, na dann. So, wunderbar. Zeit, dass ihr also denkt an die Specials. Ja, da kommt es. Ah, alles schon erledigt, Rumpel. Alles schon erledigt. Denk dran, du spielst ja mit Pro-Gamern. So, was ist hier los? Gott, da kam mir gerade der Humor durch. Oh. Rums. Wieder eine Ratte. Oh. Ah, die ist hinter mir jetzt her. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ratte zu Ratte. Hat sie aber nicht. Hat sie aber nicht getroffen. Da ist was dran nochmal wieder, leider. So. Na. Easy. Ja, super, Freunde. Tja, dann haben wir das ja auch wieder geschafft. Sag mal, Rumpel, der Ton ist aber bei mir auch so leise unterdrückt, weil ich die ganze Zeit verletzt bin wahrscheinlich, ne? Oh, das kann sein. Ja, das kann gut sein. Dann ist doch mal Pilze. Geht ja nicht, weil der Rumpel alle hat. Ja, und weil er alles hat. Oh, geil. Weil ich eine Loot kriege, während der da... Geil, da kann ich mir mit meinen 5 Gold kann ich mir jetzt richtig viel kaufen. Danke, Rumpel. Warte, ich brauche auch mal Pilze hier, echt. Achso, entschuldige. Ja, entschuldige. Das ist doch schon mal gut. Ihr habt ja jetzt auch gelevelt, oder? Ihr seid doch jetzt auch Level 1. Das heißt, ihr habt eine neue Waffe. Könnt ihr manchmal angucken hier im Shop. Kerzenstab, ja. Du hast den Kerzenstab schon? Ja, ist der gut? Das ist ja übel. Also ich hab ihn nicht gekauft, ich sehe den nur. Kleine Flamme über meinem Haupt. Kauf ihn, sehr gut. Werde zu einem Staub, der Leben raubt. Goblin Schlaflied. Wie viel brauchst du noch, Sarazar, um dein Item zu kaufen? Ich kaufe hier gar nichts mehr. Taugt der Kerzenstab? Ich weiß nicht, was ich gerade für Damage mache. Plus 24 steht er da. Der ist ziemlich gut, ja, der ist stark. Also ich brauche, um überhaupt irgendwie was zu kaufen. Moment. Die Narrenkappe könnte ich kaufen.
Ist ja nichts im Angebot. Das Schwert, das Standardschwert habe ich hier im Angebot. Du bist, hast auch gelevelt. Du hast auch ein Item am Anfang angezeigt bekommen. Den Schopflöffel auf Doom habe ich hier. Den Schopflöffel. Ja, der ist doch gut. Dann kauf dir den, wenn du den kannst. Ich hab ihn nicht. Mir fehlen 18 Gold. 18, der Rummel hat bestimmt genug. Der Rummel hat bestimmt genug. Ja, sag ich doch. So, ja, hier, warte, ich geb dir mal, warte, hier. Ey, du gibst mir echt 18? Das heißt, du sollst mir auch gewissen. Der Rumpel. Nee, warte, ich geb's dir. Oh, geil. Oh, wie cool. Oh. So, jetzt ist es. Hier liegt noch was. Das meinst du jetzt. Bevor der Rumpel das kriegt, Ja, siehst du, bin ich wieder Freund, ne? Jetzt bin ich wieder Freund. Alter, Walle, Walle, sind wir mal ganz ehrlich, der hat dir nur dann geklaut, das Geld, was er dir geklaut hat, hat er jetzt zurückgegeben und will sich damit deine Freundschaft erkaufen. Nee, das ist sogar viel mehr, was er mir geklaut. Ja, natürlich. Nur damit er die Mission-Card abschläft, ja. Hier, Schöpflöffel. Aber Erik, du hattest auch nicht wenig. Wieso? Oh, das habe ich auch probiert. Hast du dein Special schon ausprobiert? Das war gerade Sarazas Special. Du meinst das hier? Special. Genau, das ist dein Special und mein Special ist das hier. Und meins? Dein Special ist der Riesen. Die heiße Pfanne. Ja. Die heiße Pfanne ist auch dein Special. Die heiße Pfanne. Warte mal, ist angerichtet. Seid ihr bereit? Ja, klar. Seid ihr bereit? Gib mir die Heißpfanne. Ja, genau, auf Rumpel drauf. Sehr gut. Und warte, jetzt kommt's nochmal. So, ja, wir haben jetzt auch andere Götterfähigkeiten. Du hast jetzt Unverwundbarkeit mit Heilung. Ich hab den. Die Unverwundbarkeit, das muss mir noch erklären. Und ich Ghost hab. Was hab ich denn? Eisexplosion. Unverwundbarkeit? Ich habe. Ein Ghost, der angreift. Ach, das ist mein Ghost hier. Der ist in eine Shell. Der ist in eine Shell. Das darf man nicht vergessen. Achso. Ghost in the Shell. Fahren wir nach oben. Ja, so, jetzt mal gucken. Ich hab die Mission Card bekommen. Na. Diese Schniekelkarte. Ich liebe diese Wortwahl. So. Ja. Aber ich hasse Rumpel. Das heißt also, ich habe jetzt eine Mission Card und die wird jetzt bei jedem Run, den ich mache, irgendwie angewendet. Und das ist natürlich ganz cool. Weil damit kann man halt den Goblin so ein bisschen buffen. Permanent. Und wir kriegen jetzt wieder eine neue Mission Card mit einer anderen Aufgabe. Das interessiert doch keinen. Also ob der Rumpel nicht sowieso schon seinen gebufften Charakter hat. Verschenke am meisten Gold. Oh, Rumpel, Alter, ist deine Karte. Ja, das wird echt meine Karte sein, weil ich will den Skin 8 haben. Damit schön. Hätte man nämlich einen neuen Skin dann. Das Ding ist einfach, der Rumpel wird uns das ganze Gold klauen, um es dann zu verschenken. Genau. Schnell, der Rumpel hat sich auch so einen Free-Starter-Branch gemacht, damit der immer schneller reinkommt in das Spiel. Ja, ist doch wahr. Kommt grundsätzlich schneller rein. Ja, du kommst. Ja, gut, ist ja auch kleiner bei dir. Kleiner. Touché! Wie man sieht, muss es wahr sein. Ja, wir haben es ja beide gesehen. Ach so, Achtung, wir kriegen jetzt wahrscheinlich auch neue Gegner. Die sind ziemlich übel. Teilweise. Ist mir doch egal. Du bist mein Gegner. Du bist. Oh, Alter, Geister! Ja, Vorsicht mit den Geistern, die sind echt übel. Alter, der ist mega nice. Und der hat auch Schild, also die müssen wir auch erstmal den Geist kennt down kriegen. Ich hab den verprügelt. Sehr gut, der Schild ist schon mal weg von dem. Jo. Vorsicht, da kommt noch ein Käfer. Komme! Yeah! Cool. Du kleiner Kackkäfer. Käferlein! Genau, Kackkäferlein, du musst sterben. Das war unsere erste Wahl. Vorsicht, rechts, Rumpel. Oh, Loot. Oh, Alter, der macht aber übel Damage. Ja, der Ghost. Ja. Ja. Habt ihr noch ein Special? Ich hab kein Special. Ja, ich bin dabei, Mann. Ich bin dabei. Bam, bam, bam. Feuerregen. Feuerregen. Oh, den hol ich mir. Das geht doch nicht. Guck dir den Ficker Rumpel an, Alter. Das ist so ein übler Ficker einfach. Boah. Also übler. Das sind immer Männer mit kleinem Penis. Immer. Die haben immer diese Komplexe. Der ist so ein richtiger Napoleon, der Rumpel. Oh nein! Was? So. Wo hast du denn Pilze her? Oh nein, ja. Jetzt bin ich auf die draufgesprungen, verdammt. Das hat dich zu looten, ey. Nee, Rumpel, hau ab. So. Ich will euch das ganze Geld ja sowieso schenken. Guck mal. Bling, bling.
Sarazar, heb es nicht auf. Sie können halt nicht umhin. Heb es nicht auf, Sarazar. Es ist Gift. Es ist Gift. Heb es nicht auf. Ich nehm's trotzdem. Na gut. Wie kann man nochmal Geld verschenken? So eine Hure. Eine Hure. Oh. Sekunde, ich bin gleich wieder da. Also wenn du auf F drückst, dann hast du deine gesamte Jetzt nehmen wir ihn richtig aus. Glaubst du nicht? Warte. Ich bin leider gerade woanders. Was jetzt? Hä? Nein! Aber er hat mich nicht gelootet. Doch, habe ich wohl. Hier, guck, kriegst du gleich wieder. So, erstmal gucken. Wie kann ich ein Gold verschenken? Nur mal so als Nummer gefragt. Also, wenn du F drückst, dann hast du deine gesamten Emoticons. Und die werden dann nochmal von 1 bis 0 auf den Nummern-Tasten repliziert. Ja, jetzt hat der Sarazar auch schon mal was geschenkt. Ja, so, schön, ja, kann ich hier wieder zurückschenken, siehst du? Der weiß, warum der uns die ganze Zeit Gold schenkt, ne? Weiß ja, du? Natürlich. Ja, ne? Deswegen, weil der Rumpel auf einmal... Oh nein, ich hab auch so den Gold loslassen. Oh nein. Das macht jetzt... ja nichts. Kann ich dir wiedergeben, guck mal. Nee, will ich... Oh, hier. Für die Menschen! Für die Menschen! Alles für die Menschen! Das Gute ist, wenn ich das alles aufsammle, dann kann ich euch das wieder schenken. Ja, schenk mal. Voila! Aber wenn ich das aufsammle, kann ich es dir wieder schenken. Ja, Memling. Wir werden hier niemals, nein, wir werden aus dem Level niemals rauskommen. 54. Ja, Memling. So. Hier. Memling. Alles. Wenn ich das alles sammle und mir was Geiles kaufe, muss ich doch nicht schenken. Der Einzige, der nicht verschenkt, ja. Scheißt halt einfach auf die Karte und hat alles Geld am Ende. Eigentlich gut. Huch. Oh, die Karte ist aber neu. Oh. Ja, das kann sein. Obwohl, ich glaube, der ist schon länger dabei. Shit. Ah, das geht alles noch. Easy. Was sind denn diese großen Pilze hier? Sind die auch okay? Ja, die sind auch okay. Was habt ihr viel verändert, ey? Ja. Also, warte. Oh nein, ich leuchte rot. Ich habe gerade in die Fresse bekommen. Wieso denn bloß? Wenn du rot leuchtest, dann heißt das, dass du im Berserker-Modus bist. Nee, mein Bildschirm leuchtet rot, nicht ich. Ach so, okay. Ich verstehe. Ich unterstütze meinen tatkräftigen Freund Sarazar gerade bei seinem Mission. Ja, sehr gut. Ihr könnt übrigens rein theoretisch auch die Pilze auch auf Enemies werfen, ne? Dann sind die auch gestunt. Ja, aber dann können wir die nicht mal auf dich werfen, das wäre doch schade. Ja, das stimmt. Die hebe ich mir lieber auf, du. Die sind wirklich zu wertvoll. Ja, dann probiert er denn wirklich den Pilz? Was war das denn, Gronkh? Das war ein Fehlversuch. Ja, ging ja irgendwo hin. Ja, ich wollte mal probieren. Ich hab jetzt auch mal einen Pilz gehabt. Wieder reinkommen. Du musst jetzt wieder reinkommen, weißt du? Das ist nicht so einfach. Pizza Fungi, bitte. Huch, so, hier ist noch ein Bug, glaube ich, ne? Guck mal, hier, Level-Design-Bug, oder? Rumpel, bat mal dein Gold. Oder guck mal, hier das Schild. Ja, nee, da ist der Shop. Wir könnten hier einkaufen gehen. Wir müssen jetzt das mal gut aufsteigen. Oh, nice. Alter. Wir verhindern, dass der Sarazar zu viel Loot hat. Ja, ich schenk's ihm nachher auch. Warum? So, was können wir denn? Sarazar, willst du noch Gold haben? Hier, warte, Sarazar. Ja, ich hab ja nichts Neues, leider. Ich glaub, wir müssen erst noch mal ein bisschen leveln. Kann das sein? Aber ich könnte die Narrenkappe nicht kaufen. Oder die Rüstung. Nein. Die Narrenkappe war ja so ein Gamescom-Goodie. Ich glaube, wir müssen erst noch mal, weil ich bin nämlich nicht weit weg von Level 2. Ich glaube, ich kann mir eh nichts leisten, oder? Boah, noch ewig bis Level 2. Ich Drittel was? Grad. Du kannst dir nichts leisten? Soll ich dir was geben? Nee, alles gut, ich hab schon was. Soll ich dir was geben? Ja, komm, ich geb dir nee, Rumpel, komm. Ja, tun sie komm, kann ich nicht annehmen. Andererseits kannst du wieder verschenken. Okay, danke, Rumpel. Ich geb's dem Sarazar einfach. Sarazar, komm, ich geb's dir. Komm, Sarazar. Ich heile aber und du nimmst alles, was ich dir zu geben habe. Ich geb's dem Sarazar viel mehr. Nee, ich geb's ihm am meisten. Ich hab da nichts gegen dich. Ich geb ihm alles, was ich habe. Sarazar, ich geb dir alles, was ich habe. Der Dritte und baut ein Imperium auf und wird die anderen unterdrücken. Danke. Oh, fuck. Denkt ihr, kriegt davon was wieder? Nee. Jawoll, ich bin halt in der Führung mit der Mission. Ja, nicht mehr lange, Rumpel. Ich kann's mir halt auch leisten. Oh, Alter, weißt du, kaum macht er YouTube? Kaum. Nein, ich hab mich!
Essen sagen. Oh, aua! Warum auf mich? Oh, ich glaube, mir geht's nicht mehr so gut. Zu Recht, Rumpel, zu Recht. Ich mochte die Armbrust. Ich glaube aber, nach diesem Raum könnte man nochmal versuchen. Oh, du musst das Shield erst. So, noch. Der ist weg. Alter, oh, was war das denn? Oioioioioi. Haben die Gegner auch Specials? Oh, ich liege. Oh, da, Walle liegt. Warte. Da kam der Geist nochmal vor. Die Gegner haben nicht Specials, aber unterschiedliche Angriffe. Lass uns auf einen konzentrieren. Ja, warte. Der ist weg. Oh nein. Oh Gott. Ich brauche unbedingt noch zwei. Wow. Hier liegen noch über welche rum. Oh. Geh auf den, der die Rüstung down hat, Erik. Okay. Ist down. Typ ist down. Sauber. Und jetzt den anderen. Ich kann. Oh, warte, ich hab den Zauberer. Ich hab den Zauberer erstmal gemacht. Der Zauberer. Hilfe, der Zauderer. Zauberer, Hilfe. Warte, ich komme mit meinem Zauberer. Oh, Rüstung down. Ja. Und jetzt. Mach ihn fertig. Ich hol meine Walle wieder. Gut. Ja, Mann, ich lenke den hier so lange ab. Und, jetzt und wir haben die Götterfähigkeiten. Ja. Sehr gut. Mega. Ihr wart ja der Wahnsinn. Ihr wart ja der Wahnsinn, ihr beiden. Sehr gut. So. So, gleich habe ich Level 2 erreicht. Hier, Walle, weil du viel verloren hast. Guck mal hier. Weil du viel verloren hast. Warte mal, Walle, weil du ganz viel verloren hast, kriegst du auch von mir noch ein bisschen was. Ja, das will doch keiner. Bei Sergeant Rumpel hast du Blutgold, bitte nimm das nicht. Das Blutgold? Ja, Walle, meins ist ganz rein. Guck mal, das ist richtig gutes Gold, gib mir ruhig noch mehr. Warte mal, Walle, das geht nicht, das kannst du sagen. Nee, Walle, komm, so nimm eins. Nimm einfach. In der Welt herumlaufen. Oh, oh, ja. Nein! Oh mein Gott, wer ist das denn? Der Elfen-Ghost King. Das ist der Bruder vom Zwölfen-Ghost King. Ich werde euch mal nicht sagen, was man machen muss, damit ihr mal selbst... Ey, mein Gold, das ich verschenkt habe, ist einfach weg. Losgeht. Ohne dass jemand aufgesammelt hat. Warum? Das ist ein Fehler. Gemein. Okay, das wird so... Oh, wie gemein. Ah, ich denke, Erik läuft erstmal einfach nur rum, ne? Und, nee. Nee, ich wollte den von hinten angreifen. Hat aber nicht funktioniert. was ist das? Ich habe Bildstörung. Warum? Das sind nicht Bildschirme, du wurdest getroffen von einem der Geister und bist in der Parallelwelt. Ja, so lebe ich auch mein Leben. Ich auch. Alter, was ist hier passiert? Ja, der Schild ist down. Ich glaube, ich bin wir müssen aber den Großen wegkriegen, ne? Das ist euch schon klar. Ja, aber die Kleinen doch auch, der Große, der holt die ganze Zeit neue... Ach du Scheiße! Oh, nein! Ich liege. Oh, ich sehe schon, das wird hier nix. Warte. Hey Rumpel, ich bin in der Parallelwelt. Ich kann dich gerade nicht sehen. Ich will wieder meine Armbrust haben. Ach so, du siehst mich dann auch nicht? Das ist ja geil. Ja. Ah, aua. Okay, das ist schon cool. Das mit der Parallelwelt finde ich geil. Der Schöpflöffel auf Doom war ein Fehler, Rumpel. Nee, der war überhaupt nicht ein Fehler. Den muss man nur richtig anwenden. Ja, ich meine. Das ist generell bei den Waffen so, dass man teilweise... Oh, shit. Ey, wir müssen aber den Großen angreifen, ne? Ja, ich sehe den nie, weil ich immer nur noch Parallelwelt bin. Immer nur noch Parallelwelt. Was ist hier los? Ich bin ja auch nur noch Parallelwelt, Alter. Ich bin down. Oh Gott, ich bin down. Alter, und ich bin nur in der Parallelwelt. Die ballern dauernd auf mich drauf. Ich sehe immer noch VHS-Störungen. Was ist das für eins VHS-Welt? Die irgendwo. Weil ich, wenn wir Pilze haben, das ist auch neu. Wenn Pilze noch da sind, könnten wir die auch im Crawl-State aufnehmen, also essen und uns dann selbst wiederbeleben. Das geht. Am Crawl-State, klar. Nein! Wenn du irgendwo Pilze siehst, Erik, dann sag mal Bescheid. Ja, leider. Oh, aber ich glaube, fick it. Du bist auch down. Nee, ich setz mich kurz hin. Game over, liebe Leute. Unser erstes Game over. Ja, würde ich sagen, probieren wir nochmal jetzt in der nächsten Episode. Ja, das ist auch neu. Wir kriegen dadurch, dass wir bis, da sind noch Übersetzungsfehler drin, aber dadurch, dass wir bis, also das Level 1 abgeschlossen haben und die Hälfte vom Level 2 gemacht haben, kriegen wir 40 Gold beim nächsten Run schon am Anfang dazu. Oder 16. Was, wie wenig Gegner hat der Ronkno getötet, ey? Ja, ich hatte am Anfang auch so diesen scheiß Schwert. Das war ja wohl mal ganz Mano. Bitter. Und wie oft ist denn gestorben, ey? Ja, traurig. Hä? Aber Sarazar hat weniger Schaden gemacht, aber viel mehr Gegner getötet? Also ist das ein Killstealer? Okay, alles klar. Killer bin. Weiß ich ja Bescheid. Der mag das aber auch. Ich mag das sehr. So. Mhm.
Ein Field Medic. Tod durch Umgebung. Alter, Walle, was ist los? Auch der Walle ist los. Was ist denn los? Durch Umgebung? Ja, ihr habt mich doch immer die Lama geworfen, so. ihr kleinen Schnee. Ach so, Schnee. Ja, das kann sein, dass wir Alter, ich hab, so viel Pilze, ich hab so viel Pilze gefressen. Ich hab so viel Pilze gefressen, mein lieber Freund. Alter, 23 Pilze hast du gesehen. Geil, war eine geile Reise, deswegen war ich immer in der Parallelwelt gerade. So, ja, guck dir das an, der Rumpel hat zwei mehr Loot aufgesammelt. Meine Ehre ist verletzt. Ey, Alter. Meine Ehre. Ich hatte so viel Krone von euch, ihr Schweine. Guck mal, wie viel der Loot. Aber hallo, der Rumpel gestohlen. Valentin Rahme sehe ich gerade hier. Was? Ach, hör auf. Ach, das ist ja süß. Ja. Mit einem Seifenblasen, bitte. Und ich habe wieder einen Bug gefunden. Ich möchte es nur mal sagen. So, 34 Skelette haben wir weggemacht. Charity, wenn Loot verschenkt, verdammt. Unbezahlt. Weil er am meisten geklaut hat. Ja, war das super. Ja. Also, das war's. Julian, ja? Sophia, Tobias, Christian, Alina, Markus, Tatjana, Jan und Pauline und Lars und Julian und Sophia und Ole und Tobias. Hallo. Hallo. Ich dachte, ich grüße mal einfach. Warum nicht? Ja, das ist doch gut. Ja. Also, unsere netten Beta-Tester. Ach, cool. Also, ja, soll ich euch einmal ganz kurz erklären, wie man mit diesem, Elfenkönig umgehen muss? Weil ja. Der hat nämlich so einen kleinen Trick. Der Elfenkönig spawnt die ganze Zeit neue Geister. Mhm. Und wenn man den, ich sag jetzt mal so ungefähr ein Drittel runtergehauen hat, dann zieht der das Leben von allen Geistern, saugt der auf und heilt sich damit selber. Ah. Und dann fängt er wieder an, Geister zu spawnen. Das heißt also, die Taktik, um den zu besiegen, ist halt, man muss möglichst Alter, die Geister nicht töten, sondern eben versuchen, einfach nur auf niedrigen Lebensstand zu prügeln und dann den Großen anzugreifen, dass wenn er sich dann heilen möchte, dass die Geister keine Möglichkeit, also dass die ihm kein Leben geben, sozusagen. Ja, erklär uns das nochmal, wenn wir davor stehen. Ja, ja, genau, als ob ich das machen könnte, während wir die ganze Zeit von irgendwelchen Viechern. Ich denke, du bist der Entwickler des Spiels, Alter, das dürfte ich dann nicht mehr stressen. Aber ihr seht, dass ihr jetzt schon ein bisschen mehr Loot habt und damit könnt ihr jetzt schon direkt was kaufen. Ja, wenn du nicht alles weglooten würdest sofort. Guck ihn dir einfach an, diesen notgeilen Rumpel! Das ist ein Wichser, Alter, guck ihn dir einfach an! Guck, das ist ein Wichser, wie am Buche steht der Rumpel! Ja, das stimmt echt. Alter, da hoppt er auf mich drauf, damit ich gestoppt werde und springt zum Bild und zu kriegen. Was ist das denn für ein kleiner... Das sind halt so Taktiken... Die ist einfach nur noch traurig. Das sind Taktiken, weil ich ja schon mein Leben lang spiele, das sind Taktiken, die kann ich gegenüber Noobs gut anwenden. Hey, seid doch dankbar, dass ich euch das so zeige und beibringe. Alter, Rumpel... Seid doch dankbar für jeden... Sei doch dankbar für jede Schelle, die du kriegst, wenn wir uns mal sehen. So. So. Hey, nicht, dass jetzt wieder irgendwelche Leute kommen und sagen, wir würden uns nicht verstehen, ne? Das ist alles nur gespielt, oder Gronkh? Ja, auf jeden Fall, lieber Rumpel. Ja, ist alles nur gespielt, oder? So, kaufen wir jetzt eine Rüstung. Ich kaufe mir gar nichts, ich spare jetzt mal. Was weh, ihr lootet mir das weg, ich will wirklich was sparen. Ja, aber das ist immer ein Risiko, ne? Ja. Walle, du spielst mit Rumpel und sagst, weh, ihr lootet mir das weg. Ja, ich wollte auch mal ein bisschen Spaß haben. Oh, ich habe mich verletzt am falschen Pilz oder was? Nee. Oh. Was haben wir eigentlich für eine Mission Card? Alle auf Rumpel heißt meine. Ja, erhalte auch mehr Schaden als alle anderen. Ja, da hätte ich ja mal gewonnen. Auch oh. Was? Während dem Kampf, das ist ja ganz. Boah, Alter. Ich hab's nicht hingekriegt. Boah, scheiße. Doch, hast du. Du hast doch Rumpel beklaut. Ja? Ja? Der Rumpel will gerade mehr Schaden als alle anderen erhalten, glaube ich. Das ist seine Mission. Ja, klar, der nimmt genau. Den mal ernst, die Mission gerade. Was war das denn, Rumpel? Ich hab die Ratte gestunt. Ich auch. Ich auch. Ich hab die Ratte gestunt. Die größte Ratte von allen habe ich gestunt. Echt, ey. Ah, du bist ja lustig. Bin ich dabei, ey. Lustig. Ja, was ist hier los? Guck ihn dir an. Da bist du lustig. Alter Rumpel, was soll das? Ja, was denn? Du hast das gerade auch gemacht. So, Alter! Was soll das? Ich nehme euch. Nein! Ich bin so dämlich! Ihr alten Wichser! Ey, Leute. Ich wollte den Rumpel treffen. Ja, das ist das echt schön, aber haben es nicht geschafft. Ich will nicht das Spiel. Ich habe null Loot. Ich bin ja der Zeitrichter hier. Aber wir waren ja eh schon, als das Level zu Ende war vorhin, als wir heldenhaft gestorben sind. Ist das genau. So schön. Aber es war wieder lustig, ey. Wieso kriegst du den Pilze frei, Alter? Alter, der Rumpel hier mit seinen scheiß Programmierer-Scheiße.
Weißt du? Echt, nur weil er diese Programmierer spielt. Guck ihn dir einfach an, diesen ekelhaften Widerling. Mit seiner Fettfrisur, weißt du, mit seiner widerlichen Fettfrisur. Alter. Okay, Erik, jetzt, ich will ja nicht... Ja, komm, stun mich, stun mich, hol mir doch das letzte Gold. Ist doch egal, stun mich. Ich bleib stehen, komm. Ich bleib stehen. Komm, trau dich, trau dich. Sei ein Mann, Rumpel, sei ein Mann. Das ist ja traurig. Ey, sei ein Mann, ey, AMK, Alter. So. Komm. Grumpel. Grumpel. Ne, ich bleib stehen. Du musst mich stunnen und alles beklauen. Wir haben jetzt eine Pattsituation, Rumpel. Ja. Haben wir? Nein, überhaupt nicht. Ich hab's einfach nur so genannt. Ich dachte vielleicht, ja, in der Tat. Weißt du, so. Du hast doch überhaupt gar keinen Schaden erhalten, noch kein bisschen. Doch, durch dich seelischen Rumpel. Das wird nämlich vom Spiel nicht getrackt, sowieso. Weißt du? Das wird vom Spiel nicht getrackt. Nee, das stimmt. Das bringen wir im nächsten Update dann rein. Und dann sitze ich hier gerade, hab Tränen in den Augen, weil der Rumpel mich so behandelt wie ein Unmensch einfach. Das Leben ist schrecklich. Sollen wir jetzt weitergehen oder sollen wir aufhören? Achso, wir müssen ja nächste Folge, ne? Nächste Folge. Ja, stimmt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Tschüss. Das Rumpel fertig. Tschüss. Ciao. Aber dann ohne die bitte. Sag mal, wieso schießt du die ganze Zeit auf mich? So. Ich weiß nicht, so wie ich gucke gar nichts. So, nee, ich bin der. Ich glaube, das ist ein Bug. Also. Was ist ein Bug? So sind die Leute hinter den Kulissen. Ich wollte es mal zeigen, so ist der Sarah in den Kulissen. So, jetzt aber ciao mit V. Alter, was macht denn der Rumpel? So sind die Leute hinter den Kulissen. Ich wollte es mal zeigen.